gestern wieder viel zu spät ins Bett. Ja, und das wird ein interessanter Tag. Zumindest wettertechnisch. Also es, hier und da kommen schon krasse Regenfälle runter, man sieht das immer. Und ich habe den Wetterbericht mal gehört und da heißt es, es bleibt halt wolkig und etliche Gewitterstürme ziehen heute rüber. So, da bin ich mal gespannt, ob wir durchgehend fliegen können und wie das aussieht. Denn wenn es gewittert, boah, da gibt es so krasse Winde. Und ich bin gestern durch so einen Regenwand geflogen. Und da konnte man kaum was sehen. Und natürlich die Passagiere auch nicht. Also das ist nicht nur anstrengenderes Fliegen, das ist natürlich auch nicht so geil für die Passagiere. Die sind ja hier, um den Canyon zu sehen. Und wenn sie dann, wir haben halt keine Scheibenwischer, ne? Man sieht halt einfach nichts. So, ja, das sieht wirklich nicht gut aus. Und im Regen beladen und entladen, das ist natürlich auch nicht so spaßig. Und ich hoffe, ich habe nicht wieder Helikopter 41, denn da regnet sogar irgendwo ein bisschen rein. Ja, das sieht... die erste Regenwand da hinten, die zieht voll rein. Und ich bin mal gespannt, ob der Smoker überhaupt draußen stehen kann. So, hier stehen die Möhren natürlich. Fertig. Pilotenmeeting genau in einer Minute, also ich komme genau pünktlich. Und da hinten regnet es wie bescheuert. Ja, das war ein krasser Regenguss hier gerade. Genau als ich gelandet bin, habe die Fotos gemacht. Boom! Muss dem Starkregen tanken. Jetzt ist schon wieder alles vorbei. So, Lunchbreak, 12 Uhr. Dreimal geflogen, null Trinkgeld. Ja. Und ich bin der Einzige. Ich bin immer noch Priorität 1. Zum dritten Mal hintereinander, verstehe ich nicht. Aber gut, nehme ich. Und nach dem Lunchbreak fliege ich noch 5 Mal. Zumindest ist es 5 Mal auf dem Schedule. Und die anderen, meine Kollegen, die fliegen alle nur ungefähr 1 Mal. Ja, die Schulter, die 20 Pfund Schulter, die ist seit gestern Abend auf dem Smoker und wird heute Abend vertilgt mit massig an Beiwerk. Also das gibt leckeres Fleisch und massenhaft. Das heißt, hier im Lunchbreak, da muss ich mir mal überlegen, was ich esse. So viel darf es ja nicht sein, damit ich noch viel Platz habe für das Festmahl heute Abend. So, eine Schulter natürlich immer noch, aber ansonsten alles easy. Regen halt. Und die Gewitter, die fangen jetzt an so. Da sind wir auch mal gespannt, wie das sich entwickelt, wettertechnisch. Krasses Gewitter ist hier rübergezogen während der Lunchpause. Jetzt haben wir mittlerweile 12:15. Offiziell geht der Flug um 1 Uhr, der nächste. Meistens sind die Passagiere so 20 Minuten früher fertig, aber dann warten sie halt. Egal, so, jetzt bin ich mal gespannt, denn da rücken die nächsten Gewitter direkt bereits an. Wie das sich darstellt mit dem Fliegen. Und weil so wenig Passagiere da sind und ich die ganzen Flüge habe, bin ich der Einzige unterwegs. Wir haben so krasse Towering Cumulus Clouds hier am Horizont. Das sieht nicht gut aus. So, jetzt bin ich mal gespannt, was so die Situation am Flughafen oder in der Pilot Lounge ist. Denn, ja, einfach wird's nicht. So, wir sind gerade alle pünktlich zurück, bevor das Gewitter hier komplett krass einbricht. Hier, das ist das Gewitter. Und es geht genau jetzt los mit dem Regen. Jetzt werde ich noch nass. Oh Mann. Okay, ich bin noch einigermaßen trocken hier zurückgekommen, aber trocken zum Auto komme ich nicht. Ja, sieht man wahrscheinlich nicht so gut, aber es schüttet wie bescheuert. So ja, wir haben 20:06. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall früher weg als normal. Und in der Stunde gibt es schon Abendessen. Ja, 7 Mal bin ich heute geflogen. Und wer immer die Entscheidung getroffen hat, den letzten Flug umzuwandeln von einem langen auf einen kurzen, ziemlich smart. Ja, wer hat hier ein krasser Blitz nach unten geht, nach dem anderen. Krass, also das sind so krasse Gewitter hier. Sowas gibt es halt in Kalifornien so gut wie gar nicht.
Ja, da hat sogar ein Blitzschlag ein Feuer ausgelöst auf der einen Seite. Ja, ich habe doch tatsächlich auch die ersten krassen Gewitterflug gehabt. Also sowas mache ich auch nicht normal. Da hieß es plötzlich, ja, im Grand Canyon ist das Wetter super schön. Wir haben jetzt hier gerade ein Gewitter genau über dem Flughafen. Ja, da bin ich abgehoben. Krassester Regen, ich konnte nichts sehen und meine Scheibe ist auch noch eingefockt hier. Ist beschlagen. Dieses Demisting-Dings, das funktioniert nicht. Ich habe nichts gesehen. Ey, das war eine krasse. Und dann hieß es plötzlich mitten auf der Tour, ja, wir können die Tour dann hinten nicht zu Ende fliegen. Wir müssten statt hier nach Westen fliegen, nach Süden zurückfliegen. Diese Route bin ich noch nie geflogen, im Training ein, zweimal. Aber das war's. Ey. Und da konnte man noch nicht mal sehen, wo der Tower ist, weil es halt so hart regnet. Also das war auf jeden Fall eine krasse Nummer. Ja, jetzt regnet es hier wie bescheuert und ja, mal sehen, wie es morgen weitergeht. Ich war jetzt 3 Tage hintereinander Priorität 1, das heißt, ich habe die ganzen Flüge abbekommen. Keine Ahnung warum, aber nehme ich. Ja, Trinkgeld-wise war es heute in der Meere eine Katastrophe. Zweimal Trinkgeld, ja, insgesamt $40. Also, das ist natürlich nichts, aber gut. Ja, heute gibt es halt, wie gesagt, die gesmokte Schulter und das geht in der Stunde los, da muss ich hin. Auf jeden Fall. Ich habe extra nichts gegessen zum Lunch. Eine halbe Packung Kekse. Das war's. So, das Essen ist jetzt schon fertig. Wir haben erst 5:45 und die wollen sich jetzt schon treffen. Es ist so hart am Schütten und am Gewittern. So was habe ich noch nicht gesehen. Und die Donner sind so extrem laut. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich weiß gar nicht, wo Trailer 7 ist. Naja, das krieg ich schon raus. Ey, ich brauche 3 Schritte bis zum Auto, habe ich gebraucht. Ja, ich bin komplett nass. Hamburg. So, 9:10 wieder zu Hause vom Barbecue-Essen. Boah, war das massiv. Ich blende mal ein Foto ein, das war wirklich... eine Menge Fleisch. So, boah, ich habe mich auch hier maßlos überfressen. Ein Bier, wenn ich so müde bin oder kaputt vom Tag, das haut direkt rein. So, ich hoffe, ich bin morgen nicht wieder Priorität 1 und fliege den ganzen Tag, so wie heute. Ja, und oh ja, dieser eine Flug da, genau in den Regen, im krassesten Regen. Ja, es gibt auf Instagram ein Video von meinem Takeoff. Alle meine Kollegen standen am Fenster, die ganze Führung stand am Fenster und hat geguckt, wie ich da in diese Regenwand reinfliege und mit total beschlagenen Fenstern. Ja, das war interessant. Gut, so, jetzt geht's ab ins Bett.